Babys. Geht und macht eure Besorgungen. Ich kümmere mich um die Babys. Die Geräusche eines geschäftigen Tages. Mit Mama Wolf hier. Hi. Kinder, ihr habt eine Sauerei gemacht. Mein Gott! Ich muss euch die Haare schneiden. Wird Mama Wolf dieses Problem einfach lösen? Der schwierige Fall ist eingetreten. Mich für dich richten. Eltern arbeiten sehr hart, um sich um uns zu kümmern. Lasst uns sie mehr lieben. Schwer gehabt haben, dich um uns zu kümmern. Au! Au! Rapunzels Haare schneiden. Bitte hilf mir, Rapunzel zu werden. Du kannst der Prinz sein. Wow, gleich danach hat Wolf und Lucy ein schönes Schloss aus Pappe gebaut. Tada! Ich gehe mich sofort verkleiden. Wow! Hey! Hey! Wo ist mein Prinzenkostüm? Ich glaube, du bist als Dina besser. Oh nein, Lucy hat ihr Versprechen an Wolfo gebrochen. Halt! Ich bin Prinzessin Rapunzel. Tu, was ich sage. Oh, auf welche Idee ist Wolfo denn gekommen? Oh je, was wird mit Prinzessin Rapunzel Lucy passieren, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Haare abgeschnitten wurden?
Ich habe gerade gesehen, dass jemand deinen Zopf genommen hat und abgehauen ist. Vielleicht hat eine Fee dein Haar genommen, weil du eine gemeine Prinzessin bist. Es tut mir leid. Ich werde eine gute Prinzessin sein. Die Fee kann dir dein Haar zurückgeben, während du schläfst. Was ist denn da los? Kinder, ihr solltet euch vertragen. Ja, Mami. Tja, und endlich haben sich die beiden Geschwister miteinander versöhnt. Beeil dich, beeil dich! Komm schon, komm schon! Wow! Lucys Haare haben sich in einen Goldbarren verwandelt. Jeder will Lucys goldenes Haar haben. Achtung an alle! Denkt daran, niemals auf Fremde zu hören. Ja! Sieht so aus, als ob Lucy mit Puppen spielt, ohne auf die Polizei Boo zu achten. Hey Lucy, willst du ein Märchen hören? Toll! Komm rein. Bleib einfach in der Nähe deines Wächters und hör nicht auf Fremde. Es ist gefährlich. Die Prinzessin ist zur Zielscheibe des Bösewichts geworden. Oh nein. Wir sind fast da. Gehen wir einfach weiter. Neues Spielzeug, verkaufe neues Spielzeug. Es ist ein Fremder. Wir müssen ihn erst überprüfen. Los geht's. Hey! Du siehst so müde aus. Komm und ruh dich bei mir aus. Stellt sich heraus, dass das alles die Pläne der Bösewichte waren. Pando, folge mir. Überraschung! Werden die beiden Leibwächter Wulfe und Pando rechtzeitig eintreffen, um die Prinzessin zu retten? Stopp! Du willst mir sagen, dass ich nicht auf Fremde hören soll? Richtig? Ich habe es verstanden. Denk dran, hör nicht auf Fremde. Schau, wird Lucy bei einer Modenschau auftreten. Lucys super langes Haar. Wenn wir nur mit dieser hübschen Frisur auftreten könnten. Wie bekommt ihr jetzt Haare wie im Fernsehen? Wow.
Ich habe genau das Richtige. Bereiten wir uns auf unsere Show vor. Vielleicht solltest du deine Frisur ändern. Oh, wird Lucy mit dieser Frisur gut auftreten können? Es ist fast Showtime. Ich muss meine Haare waschen. Mein Gott, es ist nicht so gut gelaufen, wie Lucy erwartet hat. Lucy! Dass diese Frisur so nervig ist. Das liegt daran, dass sie nicht zu dir passt. Hätte Lucy eine kürzere Frisur gewählt, wäre die Show toll geworden, oder? Als Team zusammenarbeiten. Um den Roboter zu besiegen. Nicht nötig. Ich werde allein mit ihm fertig. Wow, Wulfo ist so selbstbewusst. Los geht's. Lasst mich. Wulfos Schuss war daneben. Probleme. Wulfos Team hat seinen Vorsprung verloren. Die Mission ist gescheitert. Es ist deine Schuld, Wulfo. Beruhigt euch, Leute. Wulfo wollte nur, dass euer Team gewinnt. Aber Wulfo, es gibt Missionen, die Teamwork erfordern, um zu gewinnen. Es tut mir leid, Leute. Können wir noch einmal spielen? Werden Wulfo und seine Freunde mit Solidarität die Roboter besiegen? Oh.
Kat, wirf dein Schild, um ihn zu zerbrechen. Jawohl, Einigkeit macht stark. Lasst uns den Sieg feiern. Das ist gefährlich. Friseurin Lucy. Wow. Wolf, schau. Wird Lucy die Haare der Puppe Elsa frisieren? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich hübsch machen. Hilf mir bitte. Ja. Wow. Willkommen. Sieht aus, als wäre Friseur nicht so einfach, wie du sie denkst. Ich bin sicher, das wird helfen. Oh, Lucy, das darfst du nicht tun. Stopp! Was machst du da? Siehst du das auch? Benutze den Föhn nicht selbst, ohne deine Eltern zu fragen. Du musst deinen Erwachsenen um Hilfe bitten, wenn du einen Haartrockner benutzt. Mami, hilfst du Lucy dabei, Elsas Haare zu frisieren? Ja! Yeah. Hooray! Lucys Traum ist es, super coole Frisuren für alle zu kreieren. Nein, 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 nein! Die glatzköpfige Jenny. Willst du auch Hairstylist werden wie Lucy? Du bist so schlecht im Friseurhandwerk. Warte, warte! Fantasie und Realität sind nicht dasselbe. Bitte! Ahaha, jetzt ist Jenny mit ihrem Haar dran. Hoppla, Lucy hat Jenny aus Versehen eine Glatze verpasst. Lucy, was hast du mit ihrem Haar gemacht? Oh nein, das kann ich Mami nicht sagen. Wenn du Lucy wärst, was würdest du tun? Was sollte Friseurin Lucy tun? Ah.
bereit für das Abendessen? Oh nein! Hoppla! Was Lucy nicht wollte, ist passiert. Nein! Du solltest Erwachsene um Hilfe bitten. Versuche nicht, das zu verbergen. Denkt daran, Kinder. Seid mutig, eure Fehler zuzugeben, wenn ihr Fehler macht. Oh nein! Halt! Goldene Eltern gegen normale Eltern. Dieses Gericht ist unglaublich. Darf ich fragen, wer es gemacht hat? Es ist von Herrn Pan gemacht. Hilfe! Da ist ein Dieb! Oh, was denkt Wulfu so wehmütig? Warum sind die Eltern von allen so doll? Wenn nur Mami und Papi in Gold wären, das wäre so toll. Naja, es stellte sich heraus, dass Wulfu enttäuscht war, weil seine Eltern zu normal waren. Warum esst ihr nichts? Wir sind aus Gold, deswegen brauchen wir gar nichts zu essen. Wow, in Wulfus Traum wurden seine Eltern zu Gold. Oje, das ist der Nashornsträfling. Dieb, hilf mir! Ist da jemand? Halt, stopp! Wulfus Eltern sind viel zu wertvoll. Sie müssen beschützt werden. Nein, 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 nein! Mami? Daddy? Wulfu, was ist los? Wir sind nicht perfekt, aber wir werden immer das Beste für dich tun. Lucy, sei nicht eifersüchtig. Nancy! Oh, schau. Wulfu und Nancy sind überglücklich, sich zu sehen. Warum bleibst du nicht zu Hause, spielst mit Piggy? Aber Wulfu hängt gerne mit mir rum. Hey! Oh, was ist denn mit Lucy los? Oje, hat Wulfu Lucy wirklich so verlassen? Hä?
Los, ey! Lass uns nach unten gehen und Teeparty spielen. Kuchen ist größer als meins. Es hat sich so ergeben. Oh. Lucy ist eifersüchtig auf Nancy. Du bevorzugst sie immer. Wie kommst du darauf? Naja, um Lucy glücklich zu machen, haben Wulfo und Nancy gemeinsam einen Nachmittagstee vorbereitet. Wo ist Lucy? Und es stellt sich heraus, dass Wulfo Lucy gar nicht im Stich gelassen hat. In den Automaten gesteckt. Wow, Herr Zebra weist die Kinder an, die neueste Version des Verkaufsautomaten zu benutzen. Alle freuen sich darauf, dass sie mit dem Kaufen dran sind. Endlich sind Wulfo und Alien an der Reihe. Sie sind sehr aufgeregt. Aber oh nein, das Eis steckt fest. Was mussten sie tun, um das Eis herunterzuholen? Aber wie kommen wir dahin? Oh, dieser Automat wurde super groß, als Wulfo und Alien zu kleinen Menschen wurden. Oh mein Gott. Weil sie unvorsichtig waren, sind sie in ihre ursprüngliche Form zurückgekehrt. Und jetzt stecken sie da drin fest. Es macht so viel Spaß hier drinnen. Willst du ein paar Spiele spielen? Nein! Nächstes Mal bittest du einen Erwachsenen um Hilfe, okay? Es tut uns leid. Wir werden es nicht wieder tun. Weiche gegen harte Familie. Können wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Aber alle werden dabei sein. Oh, also nur Wulfo interessiert sich für den Modewettbewerb. Oh je, was ist denn da los?
Wow, warum ist Wulfos Familie so cool und so stark? Aha. Sohn, willst du eine Runde drehen? Halt! Halt, Papa! Papa! Na ja, Wulfo hat eine zweite Familie. Guck mal, diese Wulfo-Familie ist aber so weich. Wulfo! Können wir etwas anderes spielen? Oh nein. Wulfo. Wir wollen euch eine Überraschung bereiten. Alleine am Flughafen. Du fliegst zum ersten Mal, oder? Deshalb will Lucy unbedingt alles am Flughafen erkunden. Lauf nicht so viel herum. Wenn du dich verirrst, lassen wir dich hier zurück. Sie werden mich nie zurücklassen. Wow, das ist eine Gepäckeinwickelmaschine. Und es war auch das erste Mal, dass Lucy so etwas gesehen hat. Willst du es versuchen? Ich meine den Koffer. Lucy, geh nicht zu weit weg. Hey, Lucy, du solltest deiner Mutter folgen. Ich kann Lucy nicht finden. Da ist sie. Ich glaube, wir sollten ihr eine Lektion erteilen.
Hä? Aha, was ist Wulfos Plan? Mami? Papi? Wulfo? Lucy denkt, dass sie von ihrer Familie am Flughafen ausgesetzt wurde. Ich frage mich, was Lucy macht. Sie ist herumgelaufen und hat den Flug verpasst. Vielleicht sieht sie immer noch die Spielzeuge. Wie sich herausstellte, wollte Wulfo Lucy ein bisschen Angst einjagen, damit sie es beim nächsten Mal nicht wieder tut. Wenn du an solchen Orten herumläufst, kannst du dich verlaufen. Ich habe es verstanden. Ich werde dir von nun an folgen. Au! Zelte der vier Elemente. Aha. Dieses Zelt ist nicht gut. Das in der Geschichte ist besser. Oh, wie sieht's denn aus? Wow. Wow, ein Feuerzelt. Das ist cool. Oh, es scheint, als ob Lucy das alles wollte. Klingt interessant, aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Nun lasst uns sehen, warum Wulfo denkt, dass das nicht so einfach ist. Meine Güte, welches Zelt ist nun das Beste? Mach dir keine Sorgen, Lucy. Ich mache, was immer du möchtest. Der erste Tag an der Militärschule. Sagt mir, Kinder, was ist das Wichtigste, um eine gute Gruppe zu bilden? Ich! Speer! Planung! Stärke! Nahrung! Schaut! Soldaten, nehmt ihn gefangen! Los geht's! Mal sehen, werden die Kindersoldaten gewinnen? Angriff! Wartet!
das Wichtigste bei der Teamarbeit ist Einigkeit. Mhm. Ja, sehr. Lasst uns einander helfen. Okay. Jetzt ist es an der Zeit, einen sorgfältigen Plan zu machen. Und das machen wir gemeinsam. Hier entlang. Oh, alle sind müde. Dank Pandos Essen sind alle vier Soldaten voller Energie und bereit zu kämpfen. Los geht's! Auftrag erfüllt! Ihr seht, Einigkeit macht stark. Oh, dieser Zahn ist so cool. Starke Zähne. Wow, deine Zähne sind so stark. Versuch es mal. Nun, Wulfus Zähne und die von Bufu sind gegensätzlich. Das macht Wulfu extrem traurig. Ich werde meine Zähne stark trainieren. Wow, wie wird Wulfu das machen? Oh, die Zähne sind jetzt schwächer als vorher, Wulfu. Was ist los, Wulfu? Das wird dir nur die Zähne verletzen. Ich werde dir den richtigen Weg zeigen. Um deine Zähne stark zu machen, musst du sie erst einmal putzen. Dann musst du Lebensmittel essen, die reich an Kalzium sind, wie Milch, Käse, Garnelen, Bohnen und Brokkoli. Wow, dank Zähneputzen und richtigem Essen sind auch Wulfus Zähne super gesund geworden. Wenn du fest zubeißt, bekommst du Zahnschmerzen. Denk daran, deine Zähne auf die richtige Weise stark zu halten. Bitte, ich will mit meinen Freunden spielen. Zeit, mit meinen Freunden Fußball zu spielen. Mit uns spielen. Schau. Oh nein, Jenny ist so süß. Wulfu, du bist verhaftet.
Oh mein Gott! Lucy will nur, dass Wulfo mit ihr und Jenny spielt. Pando, hilf mir! Geh weg! Wulfo muss mit uns spielen! Nein, 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 nein! Lucy, es ist Zeit für dein Bad! Jenny, schau weiter auf Wulfo! Wow, Wulfo ist also gerettet worden. Nun gut, es stellte sich heraus, dass Pando Molly um Hilfe gebeten hatte. Es ist noch nicht vorbei. Lucy ist sehr wütend. Kinder, was ist denn hier los? Was ist, wenn Wulfo dich nicht mit deinen Freundinnen spielen lässt? Nancy! Nancy! Lucy! Geh weg! Lucy gehört mir! Wulfo, es tut mir leid. Lass uns zusammen spielen. Die magische Fernbedienung. Oh, warum ist das Outfit von Mama Wolf heute so seltsam? Das ist großartig. Gib es mir zurück, wenn du fertig bist, okay? Ach so, es stellt sich heraus, dass die Fernbedienung von Alien Wulfo helfen kann, sich in seine Mutter zu verwandeln. Oh, Wulfo will sich in so viele Menschen verwandeln. Siehst du, mein Auto ist viel besser als das von Wulfo. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Gib mir das Spielzeug. Dieb! Dieb! Beeil dich! Fang ihn! Oh nein! Die Fernbedienung ist kaputt, Wulfo. Sieh mal, Wulfo verwandelt sich ständig in verschiedene Menschen. Wo ist mein Spielzeugauto? Hm?
Au! Du hast eine Menge Ärger verursacht. Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Lucys winzige Villa. Wow, welches Unterhaltungsprogramm sehen Sie, das Sie so glücklich macht? Sogar ein witziges Häuschen bauen. Wow, was war Wulfos Idee? Warten wir es ab. Und Alien konnte sich Lucy ihren Wunsch nach einer eigenen kleinen Villa erfüllen. Das ist der Wahnsinn! Lucy ist so aktiv. Ich will was zu essen. Oh nein, Lucy hat aus Versehen die Villa gesprengt. Und jetzt zieht dieser Ort eine Menge Kakerlaken an. Was soll Lucy tun? Dass ich es vermasselt habe. Ich werde alles tun, um es wieder gut zu machen. Oh Mann, jetzt tauschen wir die Positionen. Lucy wird diejenige sein, die ihren Bruder und den Freund bedient, um sie zu entschädigen. Baby Lucy bekommt eine Spritze. Komm mit mir und Lucy in die Impfklinik. Mami, musst du wirklich impfen lassen? Ja, Schatz, genau wie du damals in Mamas Bauch, braucht auch Lucy eine Spritze. Oh, Bufos Angst hat sich schon auf Wulfo übertragen. Ich muss Lucy beschützen. Mal sehen, Kinder, wie wird Wulfo Lucy jetzt beschützen?
Ha. Ha. Ha? Was machst du da? Warte auf mich. Es wird schnell gehen. Lass uns loslegen. Oh nein, was soll Wulfo jetzt tun? Autsch, mein Magen! Dann gebe ich dir eine Spritze zur Heilung. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Du wirst Lucy wehtun. Eine Spritze zu bekommen tut Lucy nicht weh, es schützt sie. Verursacht ein Erdbeben. Wow! So cool! Oh nein! Papa! Weißt du, warum es Erdbeben gibt? Ich weiß! Weil der Erdgott einen Hammer benutzt, um auf den Boden zu klopfen. Oh nein, das ist zu gefährlich. Der Erdgott ist nicht echt. Ich glaube, Buffo war es. Ah, Wulfo glaubt, dass es daran liegt, dass Buffo tanzt. Deshalb bebt der Boden so. So lustig, aber es ist nicht wahr. Lass es mich erklären. Die Oberfläche der Erde besteht nicht aus einem einzigen Stück, sondern aus ungefähr 20 Teilen. Und diese Teile bewegen sich langsam. Wulfo, gib's mir! Ja, für dich! Wenn diese Teile aufeinandertreffen oder aneinander vorbeigleiten, haben wir ein Erdbeben. Danke! Dieses Wissen ist so nützlich! Hast du nun mehr über Erdbeben gelernt? Oh, was ist denn hier los? Los! Die Quarantänezone. Ihre Outfits sind so cool. Ja, dieses Zeichen sieht auch interessant aus. Aha, Wulfo glaubt, dass da drinnen eine große Show abgeht. Stopp! Deine Fantasie ist so gut. Aber so ist es nicht.
Es ist ein Warnschild für die Quarantänezone. Hinter dieser Tür könnten kranke Menschen mit ansteckenden Krankheiten sein. Oh nein! Und was ist mit den Anzügen? Das sind Schutzanzüge. Sie könnten die Ärzte vor ansteckenden Viren schützen. Wenn wir also diese Anzüge haben, können wir reingehen, richtig? Oh mein Gott, es gibt eine Menge Viren in der Quarantänezone und wir könnten jeden Moment angegriffen werden. Oh nein! Dieser Ort ist gefährlich. Nur Ärzte und medizinisches Personal dürfen hinein. Denkt dran, euch vor Orten mit diesem Zeichen fernzuhalten. Ja!